irgendwie Platz, genau. Ich glaube, ich würde euch so setzen, dass ihr möglichst in den Saal reinschaut und ich schaue aus dem Saal raus. Ich glaube, so ist das eine ganz gute Aufteilung. Vielleicht ganz kurz zunächst persönlich. Ich freue mich natürlich, dass Olaf Rebbe hier ist. Ich glaube, als die Einladung ausgesprochen wurde, waren Sie noch bei Huddersfield. Jetzt sind Sie es nicht mehr. Kann mir vorstellen, dass Sie darüber viel erzählen könnten, es aber hier nicht tun. Das ist richtig, ja. Vielen Dank. Das war eine kurze Frage, längere Frage und eine sehr kurze Antwort. Aber so perspektivisch, wie geht's weiter? Was tun Sie jetzt? Also, solange der Brexit noch nicht greift, bleibe ich erstmal in Manchester wohnen, auf jeden Fall. Ich bleibe bis im Sommer in Manchester und habe da noch einige Dinge zu erledigen, auch einige Dinge, die spannend sind. Die deutsche Betrachtung der Spiele werde ich ein bisschen mitbegleiten mit einigen Fernsehsendern und versuche da noch viele Dinge mitzunehmen, auch in das halbe Jahr zu nutzen, weil es war auf jeden Fall geplant, natürlich länger da zu sein. Hat Sie das überrascht, dass es so schnell vorbei war? Das haben wir in der ersten Frage schon geklärt. Nicht ganz. Nein, alles gut. Also es war, das ist der Fakt und viel mehr muss ich dazu nicht sagen und will ich auch nicht. Okay. Und das respektieren wir auch, weil das ist auch nicht der Inhalt des heutigen Gespräches. Erik Stoffelshaus, zuletzt bei Lokomotive Moskau und ich glaube, da trifft es gleich zu wie auf Olaf Rebbe. Ja, auch überraschend, dass Sie heute hier sind und mehr Zeit haben, als Ihnen lieb ist, oder? Erstmal guten Morgen in die Runde. Nein, das war ja so, dass das selbstbestimmt war. Also in dem Sinne kann ich ja nicht sagen, als mir lieb ist. Also es war halt so, dass sich dann, sag ich mal, die Ereignisse ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, überschlagen haben, aber man hat Umstrukturierungen vorgenommen im Aufsichtsrat, die ich dann so nicht mehr gewillt war zu tragen. Und dementsprechend habe ich dann einen Schritt vorgezogen, der im Sommer gekommen wäre. Aber vielleicht auch an dieser Stelle für alle, die den Fußball in Russland jetzt nicht permanent verfolgen. Sie sind zu Lokomotive Moskau gegangen, haben da eine sehr erfolgreiche Zeit gehabt. Das waren 2 Jahre. Die erste Meisterschaft seit vielen Jahren. Das war die 3. überhaupt erst für Lokomotive Moskau. Das heißt auch jetzt neue Begehrlichkeiten und ein neues Umfeld, was vielleicht an dieser Stelle schon viele weitere Fragen vorwegnimmt, die man aber nicht zwingend stellen muss. Für Sebastian Kehl eine ganz neue Herausforderung jetzt, ein neues berufliches Umfeld bei Borussia Dortmund, Leiter Lizenzspielerabteilung, einen Posten, Sebastian, den es vorher nicht gab, richtig? Ja, das ist richtig, auch jetzt von meiner Seite nochmal. Schönen guten Tag. Ja, die Position wurde im Sommer neu geschaffen. Ich glaube, Hintergründe gab es sowohl sportliche als auch, ich glaube, dass die Anforderungen gestiegen sind, kommen wir vielleicht später nochmal ein bisschen dazu. Aber ja, es macht sehr viel Freude und diesen Running Gag hatten wir Finn auch schon. Die beiden sind nicht im Amt und ich bin der Einzige sozusagen, ich bin noch da. Ja, und demnach läuft es im Moment ja auch ganz gut. Deswegen bin ich auch gerne hier. Bisschen Angst gehabt, als Sie mitbekommen haben, wie die Entwicklung so ist, dass es bei Ihnen auch dann demnächst vorbei ist? Ja? Nein, die Angst habe ich im Moment nicht. Ich bin guter Dinge, dass wir das noch ein bisschen aufrechterhalten können, das positive Thema. Ich glaube aber auch an der Stelle muss man mal sagen, also der Inhalt dieses Gesprächs ist tatsächlich mal die unterschiedlichen Sichtweisen abzuholen. Und ich glaube, das ist sehr spannend, weil ihr alle drei von komplett unterschiedlichen Ecken kommt und eigentlich aber doch den gleichen, zumindest an den gleichen das gleiche Feld beackert habt, als Sportdirektoren, Leiter Lizenzspielabteilung. Wie ist der beim BVB, wie ist dieser Bereich Lizenzspielerleitung, wie ist der definiert? Was sind die Aufgaben, Sebastian? Nun ja, Michael Zorc, unser Sportdirektor, wenn man das Organigramm betrachtet, ist im Grunde genommen in anderen Vereinen, mag es der Vorstand Sport sein oder der Geschäftsführer, bei uns ist es Michael Zorc als Sportdirektor, trägt die Verantwortung im sportlichen Bereich. Ich bin wiederum jetzt verantwortlich für den Lizenzspielerbereich, das heißt alle Schnittstellen in die Geschäftsstelle, zu allen Abteilungen, aber vor allem auch in der Abteilung selber, verantwortlich für den Reha-Fitness-Bereich, für die medizinische Abteilung, für das Teammanagement. Ansprechpartner für den Trainer, jeden Tag beim Training, natürlich auch Förderer und Forderer der Spieler. Sehr eng dran durch meine aktive Karriere habe ich natürlich noch einen sehr guten Draht zu den Jungs und versuche somit das Bindeglied zwischen Geschäftsführung, zwischen unserem Geschäftsführer Aki Watzke, Michael Zorc, dann aber auch als Bindeglied dann zu dienen innerhalb der Mannschaft und ja, dort im Grunde genommen ein sehr, sehr vielfältiges Aufgabenfeld. Und das ist ein Bereich, den vorher Michael Zorc quasi eigentlich auch mit bedienen musste, oder? Ja, ist richtig. Michael hat diesen Bereich nahezu alleine verantwortet und ich glaube, dass die
Anforderungen im Profibereich einfach extrem und rasant gestiegen sind. Ich glaube, die Spieler möchten heute auch eine individuelle Betreuung. Die Abteilungen wachsen und wachsen. Mitarbeiterführung spielt eine große Rolle. Und ich glaube, dass in diesem Bereich einfach eine gewisse Erfahrung, vielleicht auch eine gewisse Erfahrung als aktiver Spieler, eine Notwendigkeit mitbringt, aber auf der anderen Seite auch Manpower benötigt wird. Denn es gibt, wie gesagt, darüber hinaus noch ganz viele Schnittstellen, die auch in Kaderplanungsthemen, Scouting, Analyse, Jugendbereich, NLZ. Also der sportliche Bereich wird immer größer, wird immer wichtiger. Und deswegen denke ich, ist es auch relevant, dass man umstrukturiert und dementsprechend neue Menschen sozusagen hineinlässt in das System. Erik Stoffelshaus, für Sie ging es 1998 los, wenn man den, ich sag mal, den professionellen Fußball sieht, beim FC Schalke 04. Das heißt, Sie können jetzt auf 20 Jahre zurückblicken. Wie war Ihr Zugang vor 20 Jahren? Ja, war grundsätzlich erstmal, sage ich mal, nicht so geplant. Also ich habe nach dem Abitur eine ganz seriöse Industriekaufmannslehre gemacht, habe aber dann gemerkt, weil ich früher natürlich auch Sportler war, dass ich eigentlich schon im Sport tätig sein möchte und habe dann eigentlich versucht, eine Trainerkarriere zu starten. Habe dann auch ganz seriös einen Diplom-Sportstudiengang besucht in Bochum und habe währenddessen meine Trainerlizenzen gemacht, meine A- und meine B-Lizenz und habe dann 98 dann angefangen, im Nachwuchsleistungszentrum in Schalke zu trainieren. Und habe mich dann mehr oder weniger als Jugendtrainer gesehen. Daraus ist dann immer ein bisschen mehr geworden. Ich habe dann als Assistent von Bodo Menze dann gearbeitet, 6 Jahre lang in der Nachwuchsabteilung. War eine sehr spannende Zeit, weil genau zu der Jahrtausendwende die Diskussion aufkam, ja, wir haben ein Nachwuchsproblem, das ist sicherlich noch präsent bei den meisten. Und die Nachwuchsleistungszentren da erstmal angefangen haben, so sag ich mal, nach einem Plan zu arbeiten. Die aber mit den Nachwuchsleistungszentren von heute absolut mal gar nichts zu tun haben. Ja, aber ich meine, das war so der Start, ne? 2000, 2001, aufgrund der Euro 2000, die damals, wo Deutschland damals nicht so gut abgeschnitten hat. War also eine sehr spannende Zeit, zu dem Zeitpunkt dort arbeiten zu dürfen und daraus ist dann immer mehr geworden. Ich habe quasi dann, sag mal, die Geschäftsstelle von der Pike auf, letztendlich alle Felder, die man dort bearbeiten kann, bearbeiten dürfen. Und bin dann 2006 in die Lizenzspielerabteilung gekommen, als Assistent von Andreas Müller und habe das dann 3 Jahre gemacht. Also dementsprechend habe ich dann vom Training der Jugendmannschaft, an der Jugendmannschaft bis hin zum Lizenzspielerbereich bei Schalke 04, also ganz viele Stationen durchlaufen. War eine tolle Zeit und auch eine sehr, sehr gute Schule. Also das heißt auch in vielerlei Hinsicht Learning by Doing natürlich. Das Ganze ging dann weiter mit einem Ausflug nach Kanada, den wir an der Stelle nicht streifen können, weil die Zeit tatsächlich limitiert ist. Und jetzt zuletzt eben das Engagement in Moskau. Für Olaf Rebbe, da fällt mir immer so ein bisschen ein, so die vom Tellerwäscher zum Millionär, ohne das jetzt zu wörtlich zu nehmen, aber angefangen, selber gespielt, Bezirksoberliga, lange gearbeitet bei Werder Bremen und dort, glaube ich, auch das Land der unbegrenzten Möglichkeiten entdecken dürfen. Wann haben Sie dort angefangen? Ich habe da angefangen 2004 und ja, das ist richtig ein Stück weit, also ich kann mich da dem Kollegen anschließen, geplant war das nie. Aber der große Wunsch, in Fußball zu kommen, war schon immer da. Und das war auch meine intrinsische Motivation, alles mitzunehmen, was geht. Und gut, man kann sagen, das war schon fast, teilweise war es schon zu viel. Ich habe dann auch Urlaub genommen bei Werder, um nochmal dann bei der WM zu arbeiten oder bei einer EM oder bei Dinge zu machen, die man sonst nicht macht. Habe da sehr viel investiert. Nicht zuletzt sind da natürlich auch Themen wie Familie und so bis heute noch nicht entstanden, auch wenn ich es immer wieder versuche. Nein. Es war eine ganz lange Reise und ich glaube, heute ist das gar nicht mehr so möglich. Also wenn ich schaue und auch mit Kollegen rede aus anderen Vereinen, Werder hatte, glaube ich, damals zwischen 30 und 40 Mitarbeiter. Heute sind das Unternehmen mit 150, 200 Mitarbeitern und früher war, man muss ja sagen, früher, auch wenn es einem noch nicht so weit weg vorkommt, früher war die Vereinskultur und die Struktur und auch die Aufgaben waren noch andere und da war es ein großer Haufen und wir waren bei Werder damals ein ganz verschworener Haufen und da ging einiges
und auch sehr viele Einblicke. Und da bin ich auch happy, dass ich diese Schule durchleben durfte. Und durften damals auch ganz viele ganz unterschiedliche Bereiche ausprobieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Vertrieb, eine sehr enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Klaus Allofs, die sie dann auch nach Wolfsburg geführt hat, die Station in der Bundesliga, die viele sicherlich noch in guter Erinnerung haben. Und wo, glaube ich, ganz viele, die jetzt beim Fußball nicht ganz so involviert sind und sich die Strukturen auch permanent vor Augen führen, hat man ja schon gedacht, der Olaf Rewe ist eben der Persönliche von Klaus Allofs und macht da halt ein bisschen. Sie durften immer schon sehr viel machen und waren in Wolfsburg ganz am Ende auch Alleinunterhalter, kann man fast sagen. War das auch, woran das schlussendlich möglicherweise auch gescheitert ist? Gut, Fakt ist, das war das kalte Wasser in mehrerlei Hinsicht, weil auch Dinge dazu kamen wie Öffentlichkeitsarbeit, die für mich nie eine Relevanz hatten. Fakt ist auch, dass ich mich natürlich darüber nicht beschwert hätte, wenn es mehrere Schultern gegeben hätte, wo man dann Dinge entscheiden kann. Aber ja, das ist, wir waren da eben so in der Strukturdiskussion. Natürlich ist Borussia Dortmund gerade ein Paradebeispiel, gerade auch insbesondere, wenn es läuft, wie so eine Struktur aussehen kann im Sportbereich und wie man auch eine gute Führungsgruppe haben kann und auch verschiedene Meinungen und auch verschiedene Menschen, die verschiedene Rollen spielen dürfen. Und das ist natürlich die Idealvorstellung. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Wort, dieses Führungsgruppe, Sebastian. Ist das, was bei Borussia Dortmund momentan besser funktioniert als, ich sage es nicht als überall sonst, aber als in vielen anderen Vereinen? Nun ja, ich glaube, das muss jeder Verein für sich selber entscheiden. Ich glaube nicht, dass für jeden Verein eine solche Struktur wie bei Borussia Dortmund im Moment nötig wäre, weil die Vereine teilweise auch ganz andere Ziele haben, auch wirtschaftlich ganz andere Möglichkeiten, mit Themenfeldern vielleicht auch gar nicht so eng verbunden sind wie Internationalisierung oder ich weiß es nicht. Also ich denke, es muss jetzt keine Schablone sein für andere Vereine, aber grundsätzlich darüber nachzudenken, diese Führungsriege zu erweitern, Verantwortlichkeiten aufzuteilen, um sich vielleicht noch besser um Dinge dann im Kerngebiet dann auch zu kümmern. Ich glaube, das war ein sinnvoller Schritt, unterschiedliche Generationen auch zusammenzubringen. Denn Aki Watzke und Michael Zorc waren ja in den letzten Jahrzehnten alleine dafür verantwortlich, wie dieser Verein sportlich sich entwickelt hat. Und ich glaube, wie gesagt, dass die Anforderungen und Herausforderungen einfach gestiegen sind und deswegen auch ein neuer Input von außen, vielleicht auch eine andere Art von Typ, dem Ganzen einfach auch gut tut und die Nähe auch zu den Spielern hat, vielleicht auch eine andere Art von Führungsstärke, vielleicht auch eine andere Art von Mitarbeiterführung. Ich glaube, das funktioniert im Moment sehr, sehr gut. Es ist intern auch immer mal wieder natürlich Reibung und Diskussion, aber die gehört auch dazu. Es ist alles dem Verein untergeordnet und wir wollen gemeinsam erfolgreich sein. Und ich glaube, dass dieser Schritt von Borussia Dortmund deswegen für uns in der jetzigen Situation der richtige war. Wenn man jetzt zwischen Spielfeld und Trainingsplatz einfach mal aufteilt, das kann man natürlich auch nicht sagen, aber nur mal so über den Daumen, wie viel Arbeit findet bei Ihnen jetzt auf dem Trainingsplatz statt und wie viel am Schreibtisch? Ja, mit trainieren tue ich ja nicht mehr, die Frage kriege ich auch ab und an mal gestellt, kickst du noch mit am Sonntag? Nein, mache ich nur nicht mehr. Nur bei TuS Haltern, glaube ich, in der... Ja, Christoph hat da noch mal ein bisschen eine andere Rolle, der hat mehr Zeit. In der Traditionsmannschaft. Nein, aber mitspielen tue ich nicht mehr, auch wenn es manchmal noch juckt, bin ich trotzdem total fein, habe eine tolle Karriere hinter mich gebracht und habe mich auch auf das gefreut, was jetzt kommt. Deswegen, am Trainingsplatz heißt am ja Trainingsplatz, stehen. Ja, schon klar. Am Trainingsplatz. Natürlich versuche ich jedes Training zu sehen, einfach um auch die Entwicklung der Spieler zu beäugen, um nah dran zu sein, um mir auch nochmal ein Bild zu machen. Denn ich habe die Mannschaft ja auch in diesem halben Jahr erst neu kennenlernen dürfen. In den letzten Monaten zuvor war ich ja manchmal auch Zuschauer auf der Tribüne. Aber jetzt jeden Tag dran zu sein, ist auch wichtig, um ein Gefühl für die Spieler, für die Persönlichkeiten zu bekommen, für Stärken und Schwächen. Um am Ende dann auch mit Michael zusammen oder mit Aki und Matthias Sammer in der Runde dann auch eine fundierte Meinung abzugeben. Wo müssen wir uns verstärken? Wo sehe ich das Potenzial in der Kaderplanung? In welchen Bereichen sehe ich Bedarf? Und das ist sehr, sehr wichtig, eng am Trainer zu sein, um ein Gespür dafür zu bekommen. Aber um das Verhältnis nochmal zu definieren, ich schaue mir nahezu alles an, was auf dem Trainingsplatz funktioniert. Ich bin am Wochenende auch bei den Spielen dabei. Aber ansonsten sitze ich darüber hinaus sehr viel im Büro und habe viele Termine drumherum. Und das Leben eines Sportdirektors oder in der Funktion, in der ich jetzt bin, ist ein anderes als Fußballer. Und das war auch erstmal eine neue Erfahrung. Möglicherweise eine schmerzliche. Nun ja, ich habe es mir selber ausgesucht. Ich habe das Privileg, es mir auszusuchen. Es macht mir sehr viel Freude und
Deswegen auch da die Balance zu finden, ist sicherlich eine Herausforderung im Moment, weil ich auf der einen Seite den Verein ja nochmal neu kennenlerne. Ich habe ihn als Spieler zwar lange kennengelernt, aber jetzt in einer neuen Funktion, auch mit Verantwortlichkeiten, mit Entscheidungskompetenzen, ist man natürlich in ganz viele Dinge involviert. Und da sich eine Grundlage zu erarbeiten, das ist jetzt das Thema. Weiterbildung ist auch ein Thema. Auch ich bin noch jetzt erst seit einem halben Jahr in dieser Funktion und muss darüber hinaus und möchte darüber hinaus viel dazulernen. Und deswegen spannend. Wie ist das bei Ihnen gewesen, Trainingsplatz und Schreibtisch? Ja, so eine Gewichtung auszumachen, kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Es ist natürlich total wichtig, dass man auch am Trainingsplatz dabei ist, um einfach ein Gefühl zu entwickeln, wie sich die Mannschaft entwickelt, besonders wenn Spieler neu integriert werden, Neuzugänge etc. pp. Aber, wie Sebastian gerade schon sagte, man muss natürlich auch so ein bisschen immer ein Gefühl dafür haben, was da gerade in der Mannschaft auch passiert, Ansprechpartner zu sein. Aber da jetzt eine prozentuale Gewichtung, also bei mir war es sicherlich so, dass ich auch auf dem Trainingsplatz bin, aber sehr viel mehr, im Büro. Ja. Ganz einfach, weil ich halt die leitende Funktion dann in dem Club hatte für den Sport und dementsprechend dann natürlich auch gewisse Diskussionen führen muss und Meetings führen muss. Und dann weiß jeder, da gibt es auch so eine gewisse Zeitknappheit und dementsprechend versucht man sich dann immer wieder mal Trainingstage rauszupicken. Aber grundsätzlich eine Gewichtung hängt sicherlich auch immer von der jeweiligen Zeit im Jahr ab. Aber wenn man jetzt mal sagt, bei Sebastian vielleicht eher nochmal 50-50, bei ja, Ihnen eher weniger. Deutlich mehr ja, eher am weniger. Schreibtisch, wie war es? Ja gut, ich habe die Rolle meistens als Servicefunktion interpretiert. Erstmal für den Trainer und für die Mannschaft. Und das kann natürlich dann an so einem normalen Tag auch mal von morgens, je nachdem wann man dann anfängt, bis mittags dauern und dann verschieben sich die anderen Dinge nach Priorität, weil ich denke, die Priorität ist ganz klar für einen Sportdirektor oder für diese Funktion erstmal die Mannschaft und das sportliche Gebilde. Und das in Prozent zu fassen ist schwierig, aber das ist dann ein Thema mit den zunehmenden Ansprechpartnern, die natürlich auch in der Zeit kommen und was in dieser Zeit auch immer mehr geworden ist, glaube ich, deswegen wird diese Funktion auch immer wichtiger, hat sich das dann schon ein bisschen verschoben. Ideal, denke ich, 50-50, ja. aber Schreibtisch überwiegt. Jetzt glaube ich, wenn man sich anschaut, wie die Tätigkeiten oder die Anforderungen, wie sich das Profil verändert, dieser Sportdirektor ist ja nicht greifbar und ich meine, das merkt man jetzt schon an den einführenden Worten, wie unterschiedlich der auch in ihren Karrieren, sage ich jetzt mal, interpretiert wurde in den letzten Jahren. Wo geht es denn idealtypisch hin für so einen Sportdirektor? Also wie ist der positioniert innerhalb des Vereins? Erstmal muss man ja sagen, das ist eine schwammige Diskussion, weil ich glaube, Max Eberl hat es mal gefordert und in der Ausbildung wäre nicht schlecht. Also man kann ja als Trainer kann man ja einen klaren Weg gehen und da gibt es die Diskussion auch so nicht, weil dann hat man seinen Trainerschein. Das ist in unseren Funktionen nicht so und ich denke, das hängt halt von Verein zu Verein ab. Ich glaube, Wolfsburg hat es jetzt gut gemacht, Marcel Schäfer auch integriert. Bei Borussia Dortmund gibt es das Beispiel, es gibt ja mehrere Beispiele, mehrere ehemalige Spieler kommen in den Bereich, weil das auch logisch ist und da muss jeder Verein für sich selber entscheiden, was ist die richtige Zusammensetzung und ich glaube, man kann das gar nicht so standardisiert jetzt beantworten oder sagen. Die FAZ hat sogar fast einen Trend schon aufmachen wollen, dass es in die Richtung geht, Spieler mit Stallgeruch, die Verantwortlichkeit oder Verantwortung schon als Spieler übernommen haben, jetzt dann auch in den Verein zu integrieren, darüber hinaus. Sehen Sie das auch so, dass das ein Trend sein könnte? Oder gab es den schon immer? Ich glaube, den Trend gab es schon immer. Es ist immer die Frage Angebot und Nachfrage. Und ich glaube, es gibt jetzt, Sebastian Kehl ist das beste Beispiel, es gibt ja Top-Modelle im Moment am Markt. Marcel Schäfer habe ich erwähnt, Clemens Fritz macht jetzt ein Trainingprogramm bei Werder Bremen, die das auch als Verein anbieten, weil sie es als Lücke entdeckt haben. Da auch für eine Nachfolgeregelung, die es ja auch in jedem Unternehmen geben muss, zu sorgen. Und wir beide sind dementsprechend Quereinsteiger, weil wir aus einem anderen Bereich kommen, haben sicherlich die Vorzüge, dass wir in anderen Bereichen mehr lernen durften. Die Zeit hat man als Spieler vielleicht manchmal nicht, Dinge zu lernen. Und da gibt es halt dann die Gewichtung für jeden Verein, zu schauen, was ist das richtige Modell. Aber es gibt viele gute Modelle, glaube ich, im Moment am Markt. Da ist auch so ein bisschen die Richtung, wo geht es denn hin?
Wie positionieren Sie sich jetzt? Es gibt ja eigentlich auch kein, es gibt ja nicht monster.de als Stellenangebotsplattform, wo man sagt, Sportdirektor sucht. Nein, natürlich nicht. So funktioniert das ja auch dann in der Praxis nicht. Ja, wie positioniert man sich? Also im Grunde genommen ist es ja so, dass man während seiner Zeit, in der man arbeitet, als Sportdirektor arbeitet oder Vorstandssport oder wie immer das man jetzt benennen soll, da fängt es ja auch schon an, dass der Begriff ja komplett unterschiedlich interpretiert wird und auch mit dem Anforderungsprofil, das sicherlich für jeden Club unterschiedlich ist, dass man ja im Prinzip bei jedem Club so ein bisschen so seine Visitenkarte hinterlässt. Ja, und natürlich dann auch dementsprechend, sagen wir, ja, positioniert wird. Und da muss dann jeder Club für sich entscheiden, ist das ein interessanter Mann für uns? Kann ich mir vorstellen, dass der bei uns, sagen wir, einen Mehrwert bringt? Und dementsprechend läuft dann die Kontaktaufnahme. Also ich denke mal, anders kann man sich ja gar nicht positionieren. Nur durch gute Arbeit. Ja, absolut. PR, auch Eigen-PR, Öffentlichkeitsarbeit, ich sag mal Social Media, das ist ja für die Generation, die jetzt gerade aktiv spielt oder auch Sebastian, wenn man da rausgeht, das ist ja allgegenwärtig. Jetzt sind Sie in der Generation, wo das vielleicht auch nicht so wichtig war und ist. Also ich habe Social-Media-Accounts, die da poste ich mal, weiß ich nicht, einmal im Monat wahrscheinlich, wenn wir irgendwo ein Auswärtsspiel haben, mal ein Foto vom Stadion. Aber im Grunde genommen liegt der total brach. Ja, und ich mache das einfach mal aus Spaß und erfreut. Aber das ist jetzt für mich kein Vehikel oder kein Tool, um dann zu sagen, ich pushe jetzt eine gewisse Message oder so. Ich finde grundsätzlich auf dem Niveau sollte man sich dann schon über die Arbeit definieren und ja, das ist eigentlich immer noch die beste Visitenkarte, so seriös wie möglich in dem Geschäft zu arbeiten. Wobei im Umgang mit Spielern, Sebastian, kann ich mir vorstellen, ist das schon ein ganz wichtiger Faktor auch. Welche DNA verkörpern Spieler? Passen die zusammen mit auch den Werten, die ein Verein wie Borussia Dortmund hat? Ja, auch eine vielfältige Frage. Aber natürlich versucht man auch, wenn man jetzt mal den Scouting-Bereich anschaut, sich die sozialen Kanäle des Spielers anzuschauen und zu sagen, in welche Richtung geht er. Und das ist heute auch ein Tool, das man nutzt in diesem Bereich. Und natürlich beobachten wir auch die Kanäle, währenddessen der Spieler dann bei uns ist, um Dingen vielleicht vorzubeugen und an seiner Persönlichkeitsstruktur ein bisschen zu arbeiten und vielleicht auch das ein oder andere Problem im Vorfeld zu verhindern. Aber am Ende kann man soziale Medien heute nicht mehr einschränken. Es ist ein wichtiges Tool auch geworden, auch für Vereine. Und deswegen glaube ich, ja, sollte man darauf achten, dass die Marke des Spielers am Ende nicht größer wird als die Marke des Vereines. Ich glaube, da muss man schauen, dass man die Spieler auch sensibilisiert, um ihnen nicht das Gefühl zu geben, naja, sie können alles das tun für ihre eigenen Kanäle, aber für den Verein sind sie am Ende dann nicht mehr greifbar. Ich glaube, da muss man immer auch wieder klar machen, wer bezahlt den Spieler am Ende noch und was ist wichtig. Das ist ein wichtiges Thema. Aber für mich persönlich auch eine neue Generation an Sportdirektoren, wie auch immer man ihn jetzt bezeichnet. Und natürlich versuche ich auch auf diesen Kanälen aktiv zu sein, aber auch nicht in der Form, dass ich dort jetzt jeden Tag hineinschaue. Aber es wird sicherlich heute einen Post von der Spurbus geben. Ja. Absolut. Jetzt haben Sie es selber angesprochen, Nachwuchsleistungszentren, Talentscouting gehört alles dazu, zu einer Funktion dieses Leiter-Lizenzspieler-Abteilung. Also ist generell auch für den Sportdirektor ganz wichtiger Faktor. Und der Aufbau dieser Nachwuchsleistungszentren, wer spielt da? Jetzt haben wir heute gerade eine Schlagzeile in der Zeitung, dass der Captain eurer U19 gerade vom FC Bayern München umworben wird. Das ist ja auch, fällt ja klassischerweise in Ihren Bereich. Der hat bei euch schon mitgekickt, der war im Trainingslager dabei. Ja, es geht um Tobias Raschel. Ja. Ja, er war bei uns im Trainingslager jetzt dabei. Vertrag läuft im Sommer aus. Natürlich schauen wir uns ihn jetzt auch sehr intensiv im Profibereich an. Ich weiß nicht, ob die Schlagzeile heute wirklich jetzt gewinnbringend war. Er wird es sicherlich auch nicht forciert haben, aber natürlich ist das ein Teil des Geschäfts und wir werden mit dem Jungen natürlich auch darüber reden. Er wird sich am Ende dann gut überlegen, wohin er geht und deswegen kümmere ich mich natürlich auch um die Jungs, die teilweise U17, U19 Bereich sind. Ich versuche mir viele Spiele anzuschauen, um auch den Überblick zu behalten. Und ja, Integration in den Profibereich, ob aus der Jugendabteilung oder aus dem Ausland, ist ein großes, ein spannendes Feld. Einfach nicht nur den Spieler zu verpflichten, sondern sich am Ende auch darum zu kümmern und ihm das Gefühl zu geben, dass er gut aufgehoben ist. Und da wiederum weiß ich, was der Spieler benötigt, wie er sich manchmal fühlt und ich glaube, da kann ich einen großen Mehrwert bringen. Aber ansonsten ist das Thema NLZ und Akademie natürlich
ein ganz spannendes Thema. Wir bauen das gerade in Dortmund wieder aus. Wir werden unsere Internatsplätze erhöhen von 22 auf 50 Plätze. Wir versuchen somit der Akademie noch einen höheren Stellenwert zu geben. Wir haben Bildungsprogramme, die die Jungs auch außer dem Fußballplatz begleiten, um sie in Sprachen weiterzubringen, um Kochkurse anzubieten. Also einfach das normale Leben ihnen ein Stück weit zu vermitteln, denn die Jungs haben einfach wenig Freizeit. Sie sind extrem reingepresst in Schule und Fußball. Und ich glaube, und wir sind davon alle überzeugt, dass um eine gute Persönlichkeit zu werden, einfach auch noch ein paar andere Dinge dazugehören. Und das versuchen wir mit Borussia Dortmund auf ganz normalem Weg zu vermitteln, auch wenn es schwierig ist, auch wenn die Jungs schon wahnsinnig viel Geld verdienen in dem jungen Bereich. Aber es ist ein total spannendes Thema. Wir wollen diesen Bereich weiter fördern, weil Durchlässigkeiten für Borussia Dortmund ein großes Thema ist. Und es wäre natürlich auch schön, den einen oder anderen aus der eigenen Abteilung mal wieder nach vorne zu bringen und ihn nicht vielleicht unbedingt aus dem Ausland zu rekrutieren. Und auch nicht zum FC Bayern München abzugeben. Ja, das ist ja auch so ein Beispiel. Jetzt haben Sie auch in einem Interview, ich glaube, mit Daily Mirror gesagt, dass Sie momentan natürlich auch Richtung England schielen, weil da vieles sehr gut gemacht hat. Habt ihr gute Erfahrungen mitgemacht? Sancho kommt aus England. Hudson-Odoi ist momentan ein großes Thema, der zum FC Bayern will oder der FC Bayern München will ihn und der darf aber nicht von Chelsea weg. Macht England da momentan vieles richtig? Besser als in Deutschland? Der Daily Mirror hat damals den englischen Markt natürlich genommen, weil es eine englische Zeitung ist. Aber natürlich machen die Franzosen auch viel richtig. Ich glaube, dass wir in Deutschland schon auch über unsere Nachwuchsarbeit im Moment nachdenken sollten. Das tun wir auch. Es wird über viele Dinge diskutiert, auch von Seiten des DFBs. Wir müssen versuchen, unsere Ausbildung dort wieder zu individualisieren, zu verbessern. Ich glaube, Trainerausbildung ist auch ein ganz, ganz wichtiges Themenfeld. Und somit kommen viele Dinge da zusammen. Und ich glaube, dass die Engländer und auch die Franzosen einfach vielleicht auch in ihrem Umfeld durch kulturelle Dinge, auch durch gesellschaftspolitische Dinge, glaube ich, vielleicht auch in dem einen oder anderen Bereich einfach mehr Möglichkeiten haben, weil die Jungs noch gieriger sind, vielleicht auch noch eine größere Chance sehen, sich durch den Profifußball auch eine neue Perspektive zu erarbeiten und auch kulturelle Einflüsse da eine Rolle spielen. Und deswegen müssen wir schon schauen. Michael Zorc hatte mal gesagt, auf einen deutschen Spieler kommen im Moment eher drei aus dem Ausland, die genauso gut sind oder vielleicht sogar noch besser, die körperlich ein Stück weiter sind im Jugendbereich. Nun ja, das ist eine Entwicklung, über die wir uns natürlich Gedanken machen, aber trotzdem wird es immer der Anspruch sein, von Borussia Dortmund deutsche Spieler zu verpflichten und wir wissen, wo wir herkommen. Gut, man muss natürlich auch dazu sagen, dass die Kader in den Premier League Clubs sehr gut bestückt sind und die Anzahl der Spieler, die dort produziert werden, auch in den zweiten Mannschaften, natürlich höher ist wie vielleicht die Top-Talente, die wir in Deutschland haben, weil viele Top-Talente, Leverkusen oder es gibt viele Beispiele, Hertha Berlin macht das auch, werden schon eingesetzt. Und das Modell Sancho ist natürlich ein guter Werbeträger für die Bundesliga und hat sich natürlich auch einen Namen gemacht in England, dass Spieler halt mehr Spielzeit sich erhoffen in der Bundesliga und auch jüngere Spieler, die vielleicht noch nicht approved sind, wie der Junge jetzt von Man City, der zu Schalke, glaube ich, geht, hat, glaube ich, noch kein Premier League-Spiel, ist aber ein Thema für den Erstligisten. Das sind natürlich Themen, die natürlich durchschlagen und ist auch, glaube ich, eine gute Werbung für die Bundesliga, dass es eine tolle Plattform ist, dort auch zu spielen. War in Huddersfield der Aufbau einer Nachwuchsakademie Teil des Jobprofils? Als ich nach Huddersfield gekommen bin, war es genau, ich glaube ein halbes Jahr zuvor hat der Verein seine Strategie geändert, hat ein EDT-Team, also so ein Talentteam oder ein Förderkader, wie man den auch in Deutschland nennt, gegründet und nur noch eine U17 und eine U19-Mannschaft, also so ein bisschen die Akademie reduziert. Es gab auch ein paar Schlagzeilen, dass das, es wurde kontrovers gesehen, sagen wir mal so, und es war sicherlich Teil dann, dass wir über das EDT-Team auch Spieler für die erste Mannschaft gewinnen und einige Spieler haben auch den Weg in Huddersfield gemacht, aus dem Jugendbereich in die erste Mannschaft. Philipp Ling zum Beispiel ist da ein gutes Beispiel. Kaderplanung immer ganz wichtig natürlich für die Rolle des Sportdirektors. Wie war das in Moskau definiert? Gibt es da ein Nachwuchsleistungszentrum bei Lokomotive? Ja, und da war ich auch sehr dankbar drum, weil als ich angefangen habe vor 2 Jahren, hatten wir Probleme mit dem Financial Fair Play damals. Also wir konnten keine Transfers machen. Die Akademie war deswegen auch für uns für die Kaderplanung ein total wichtiger Bestandteil.
Lokomotiv Moskau hatte traditionell eine gute Jugendarbeit. Wir hatten direkt das Nachwuchsleistungszentrum am Stadion, hatten aber noch eine zweite Akademie mit sehr viel mehr Spielern, quasi kann man sagen so als zweiter Bildungsweg. Das heißt, wir haben die Spieler, die bei uns die Akademie verlassen haben, das NLZ, wenn man das jetzt mal so sagen darf, die haben wir nicht losgelassen, sondern haben die dann in die zweite Akademie gesteckt, ganz einfach um zu sehen, ob die sich vielleicht doch nochmal entwickeln. Dementsprechend, als ich dort angefangen habe, war das ein wichtiger Baustein und wir hatten dann letzten Endes, als wir in die Saison gegangen sind, haben wir von der Akademie die Zwillinge, die bei uns dann auch zur WM gefahren sind für Russland, die Maranschuk-Zwillinge und dann noch drei weitere Spieler, die eigentlich generell immer wieder in die Startelf gekommen sind. Also wir hatten 5 Jungs aus unserer Akademie, die dann angefangen haben in der ersten Elf und die nächsten Talente, die kommen schon wieder nach. Dementsprechend war es für uns ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Und wir hatten eigentlich bei uns die Philosophie und die Vision war eigentlich, dass wir dann irgendwann wirklich landen, 11 Spieler aus oder andere aus unserer Akademie dann in der ersten Elf zu haben. Das wird nie passieren, aber man muss sich dann schon die Ziele so setzen, dass man sagt, man versucht es immer wieder zu forcieren und am Ende sind es dann 5 oder 6 geworden, was eine stattliche Zahl ist. Damit sind wir bei Visionen. Mir hat die Vorbereitung auf die Diskussion wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil ich gemerkt habe, dass mit jedem, wirklich überall, wo man reinpiekst, tauchen sofort 10 Fragen auf, die man gerne stellen würde. Und ich weiß auch ganz genau, dass die Antworten natürlich bei Ihnen drei auf jede Frage komplett unterschiedlich ist. Und ich glaube, das kommt sehr gut rüber, auch in der kurzen Diskussion, die wir jetzt hier geführt haben, dass es keine Blaupause geben kann. Und dass je nach Struktur des Vereins und vielleicht auch nach dem augenblicklichen sportlichen Qualität des Vereins diese Position anders aussehen muss. Aber vielleicht machen wir so ein bisschen, wünscht ihr was, Blick in die Zukunft, ohne dass man jetzt direkt auch ableitet, das ist der persönliche Wunsch von Sebastian Kehl, wo es hingeht. Aber wie wird sich der Sportdirektor in den nächsten Jahren entwickeln, so rasant, wie er sich die letzten Jahre entwickelt hat? Das denke ich schon. Ich glaube, dass es am Ende auch darum gehen wird, ein gutes Team zu finden, Kernkompetenzen zu behalten, aber Dinge gerade im Bereich der Spezialisierung abzugeben, ähnlich wie das ja auch bei einer Mannschaft ist, wo sich Dinge spezialisiert haben. Ich glaube, das wird im Bereich der Sportdirektoren auch so sein, obgleich ich glaube, dass Entscheidungsfindung und Entscheidungsträger trotzdem in geringer Anzahl vorhanden sein müssen, weil ansonsten gibt es ein zu großes Wirrwarr, deswegen sind schnelle Entscheidungswege wichtig. Ich glaube, dass andere Generationen nochmal mit reinkommen, dass dieser junge Spirit mehr und mehr gelebt wird. Simon Rolfes wurde noch gar nicht genannt, ist jetzt auch bei Bayer Leverkusen integriert worden. Also ich glaube, dass in diese Richtung mehr und mehr gehen wird. Aber am Ende braucht man den sportlichen Erfolg und die Ziele des Vereines sind am Ende auch noch entscheidend. Und bei dem einen oder anderen kann Erfahrung eine große Rolle spielen. Und vielleicht auch mal die richtige Mischung zwischen Jung und Alt, ähnlich wie man es bei einer Mannschaft auch versucht. Vision. Ja, generell denke ich, dass die Rolle Sportdirektor sicherlich so sein wird, dass man dann wirklich ein Team von Experten um sich herum baut, die für diese Kernkompetenzen, ob Scouting ist, ob es dann wirklich Teammanagement ist und so weiter, um sich herum hat und dieses Team dann leitet und führt. Aber wie Sebastian gerade schon gesagt hat, am Ende muss dann wirklich jemand den Hut aufhaben, weil am Ende führt dann die Diskussion um gewisse Themen dann oftmals zum Chaos und da muss dann wirklich dann auch eine klare Linie gefahren werden und dann dementsprechend auch nach dem Anforderungsprofil entschieden werden. Und ich denke, die Rolle sollte dann beim Sportdirektor bleiben, der dann moderiert und auch das Team führt, aber letztendlich dann auch die Entscheidung treffen muss. Ein spannender Punkt, der moderiert. Also ich glaube auch, das wird ja in Vereinen eine immer größere Rolle spielen möglicherweise. Auch Moderatoren zu haben, die zwischen den Experten dann vermitteln können und moderieren können. Sie haben das Wort eben gerade Führungsgruppe aufgebracht. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das wird jetzt ja auch geteilt. Wie sehen Sie die Zukunft? Ja, es gibt so ein Wort Diversifizierung. Und ich glaube, das ist so das Schlüsselwort auch für diesen Bereich. Also wenn wir mal zurückgehen, 20 Jahre, die Trainerstäbe uns angucken, da waren Cheftrainer, Co-Trainer, Torwarttrainer, Zeugwart, der war auch Busfahrer meistens. Also so und das hat sich ja massiv geändert. Also die Trainerstäbe sind meistens, wenn man auf die Mannschaftsfotos guckt, sind meistens größer. Und zu Recht auch, wie die eigentliche Mannschaft. Und so ist es auch in dem Bereich hinter der Mannschaft. Ich meine, vor Jahren haben wir Juristen angerufen, heute sind die mit im Büro, was auch total gut ist und auch sinnvoll. Also die Anforderungen sind halt massiv
mehr geworden in verschiedenen Bereichen. Das Thema Daten ist ja auch hier ein Riesenthema, ist ein massiver Punkt, glaube ich. Es gibt so viele Daten, wer kann die interpretieren? Der Trainer? Was macht der Sportdirektor damit? Wie werden die dann ausgelesen? Wie werden die genutzt? Ich glaube, das sind ganz viele Punkte, die noch offen sind, und ich glaube, es kommen auch mehr Gruppen dazu. Und das wird spannend und das wird, glaube ich, immer vielfältiger. Und das ist auch wichtig, weil wir reden auch über ganz viel Geld. Wir reden über eine Riesenindustrie. Das muss abgesichert sein und man braucht beim Transfer nicht nur noch ein gutes Auge, sondern man braucht auch eine Analyse, wie ist das später, was ist mit der Abschreibung, was sind mit den Finanzen. Also ich glaube, es wird immer vielfältiger und ich glaube, der Sportdirektor ist irgendwann vielleicht mehr ein Moderator auch und sitzt auch oft zwischen den Stühlen, das haben wir auch noch nicht gehabt. Alle Gruppen bedienen zu können richtig und auch alle zufriedenzustellen, wird, glaube ich, eine Riesenherausforderung für die Menschen, die diese Position ausführen. Und ich glaube auch ein fast schon philosophisches Schlusswort auf einer großen Couch, wo man nicht zwischen den Stühlen sitzen kann, Gott sei Dank. Vielen Dank für, ich glaube, eine Menge Impulse, die wir mitnehmen und eine Menge Platz für weitere Gespräche an einem langen Spobistag. Olaf Rebel, vielen Dank. Erik Stoffelshaus, danke. Sebastian Kehl. Schönen Tag. Dankeschön. Danke.